Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen Hallo. Hallo, Frau Gogo. Hallo, Frau Niederbröcke. Geht's euch allen gut? Hallo, liebe Kinder. Geht's euch auch gut? Ich sehe so viele schöne Fotos von euch. Ich freue mich darüber und es sieht so aus, als ob ihr alle ganz viel Spaß habt. Dankeschön auch für die schönen Fotos. Dann lass mal sehen, wer heute da ist. John, bist du da? Nicola, bist du da? Dylan, bist du da? Isabel, bist du da? Sif, bist du da? Leo, bist du da? Luzin, bist du da? Elizabeth, bist du da? Ryan, bist du da? Das waren jetzt die lila Kinder. Jetzt kommen die orangen Kinder dran. Wo seid ihr denn? So. Tegen, bist du da? Philippa, bist du da? Luai, bist du da? Kenzie, bist du da? Mia, bist du da? Aurora, bist du da? Luca, bist du da? Pia, bist du da? Katja, bist du da? Remi, bist du da? Marang, bist du da? Isan, bist du da? Talen, bist du da? Yukai, bist du da? Lian, bist du da? Eva, bist du da? Amelia, bist du da? Jethro, bist du da? Das waren alle Orangene. Jetzt kommen die Vorschulkinder dran. Benjamin, bist du da? Tyler, bist du da? Abigail, bist du da? Abigail, bist du da? Margaret, bist du da? Sarah, bist du da? Katja, bist du da? Jona, bist du da? Fiona, bist du da? Eva, bist du da? Alexander, bist du da? Latita, bist du da? Eli, bist du da? Lincoln, bist du da? Arabella, bist du da? Philip, bist du da? Grace, bist du da? Ich habe ein schönes Lied über Händewaschen gefunden. Und wenn ihr dieses Lied singt, wenn ihr euch die Hände wäscht, dann wäscht ihr die Hände lange genug. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Singt schön mit. Wasser auf, Hände nass, Wasser zu, jetzt kommt der Spaß. Seife drauf und reiben, reiben, Innenflächen, Außenseiten, alles seifen wir so ein, auch zwischen die Finger rein. Daumen rechts und Daumen links, überall Seife, ja, das brennt. Und nun haben wir's geschafft, mit Wasser wird der Schaum nun weggemacht. Gestern hatte Jethro Geburtstag. Wie alt bist du denn heute, Jethro? Wie alt bist du geworden? 5 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Komm, wir klatschen alle fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jethro ist 5
5 Jahre alt. Wir singen jetzt alle zusammen zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Jeffro. Zum Geburtstag viel Glück. Und jetzt. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, fünfmal hoch, 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 hoch und hoch. Und alle sagen jetzt zusammen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jeffro. Jeffro, ich hoffe, dass du gestern einen schönen Tag hattest. Und dass du auch ganz viele schöne Geschenke bekommen hast. Könnt ihr mir sagen, womit hören wir? Mit der Nase? Mit dem Mund? Wir hören mit den Ohren. Wie viele Ohren haben wir? 1, 2 Ohren. Heute möchte ich euch ein bisschen mehr über das Ohr erzählen. Wir können nur die Ohrmuschel, so heißt das Ohr, sehen. Und das Ohrläppchen, das hier unten ist das Ohrläppchen. Aber das Ohr ist noch viel mehr. Das größte Teil unserer Ohren befindet sich tief in unserem Kopf und wir können ihn nicht sehen. Wir können hohe Töne hören, tiefe Töne, laute Töne, schnelle Töne und langsame Töne hören. Wir haben keine sehr großen Ohren. Elefanten haben viel größere Ohren als wir. Tiere können ihre Ohren bewegen und so wie mit einem Trichter Laute auffangen und in ihre Ohren leiten. Habt ihr das Geräusch gehört? Was war es? Es ist ein Glöckchen, richtig. Ton entsteht, wenn etwas vibriert. Also es bewegt sich, vibriert. Wenn sich etwas schnell vor und zurück bewegt, bewegt sich auch die Luft. Und macht Wellen. Diese Bewegungen werden Schallwellen oder Schallvibration genannt. Wenn eine Glocke läutet, schlägt der Klöppel gegen die Glocke. Also das Teil hier in der Mitte ist der Klöppel. Die Glocke vibriert und es bewegen sich Schallwellen durch die Luft. Die Wellen dringen in unser Ohr und das Gehirn fängt an zu arbeiten und wir hören die Glocke läuten. Man darf sich auf keinen Fall Gegenstände in die Ohren stecken. Denkt daran, dass es Teile der Ohren gibt, die wir nicht sehen können. Und diese Teile könnt ihr beschädigen, wenn ihr euch etwas in das Ohr steckt. Hier habe ich ein Bild von einem Ohr. Hier ist die Muschel, könnt ihr sehen, da ist das Ohrläppchen. Und so sieht es drinnen in unserem Kopf aus. Ist schon ziemlich interessant, nicht? Jetzt hören wir uns das Lied Bruder Jakob an. Ding dong, ding
Wir haben auch einige Kinder, die Afrikaans sprechen können. Und man kann auch Bruder Jakob in Afrikaans singen. Es geht so. Vader Jakob, slaap jy nog, hoor jy nie die klokke, hoor jy nie die klokke, ding dong, dong, ding dong, dong. Jetzt habt ihr also Bruder Jakob in Deutsch gehört, ihr habt es in Französisch gehört, ihr habt es in Englisch gehört und in Afrikaans. Wisst ihr, was das war? Ja, ich habe genießt. Richtig. Und was hört ihr jetzt? Was war das? Hände klatschen. Ja, gut. Gut, jetzt kommt das nächste. Hört zu. Was war das? Füße stampfen. Jo, eure Ohren sind aber sehr, sehr, sehr gut. Gut. Jetzt pass mal auf. Was ist das? Habt ihr gehört? Nochmal? Das ist gar nicht so einfach. Habt ihr es erraten? Guck mal, ich nehme ein Stück Papier und ich zerreiße das. Gut. Jetzt kommt das nächste. Pass auf. Höre gut zu. Wer kann das erraten? Dazu brauche ich eine Schere. Wer weiß das jetzt? Ja, ich nehme ein Stück Papier und ich schneide das Papier. Jetzt hört wieder ganz gut zu. Wer weiß das? Ich habe mit dem Filzstift etwas gemalt. Gut. Und jetzt, das ist jetzt ein schönes Geräusch. Was kann das sein? Es hat sich so wie Wasser angehört. Ja, guck mal, ich habe zwei Gläser. Eins ist leer, das andere hat Wasser. Und wenn ich das von einem Glas ins andere schütte, hört sich das so an. Jetzt hören wir das letzte Geräusch. Hör gut zu. Das ist eine Trommel. Wenn ihr keine Trommel zu Hause habt, dann könnt ihr vielleicht einen großen Joghurtbecher nehmen. Oder einen kleinen Eimer oder eine Dose. Und dann könnt ihr auch drauf trommeln.
Ich habe heute wieder eine Geschichte mitgebracht, aber heute machen wir das ein bisschen anders. Meine Geschichte hat keine Wörter, da ist kein Text. Ihr schaut euch die Bilder an und ihr erzählt dann die Geschichte. Das, glaube ich, wird ganz schön werden. Diese Geschichte heißt Vom vergesslichen Ferdinand. Und ihr wisst doch alle, wie das ist, wenn man was vergisst. Also wir sind nicht die Einzigen, die vergessen. Der Ferdinand vergisst auch. Das ist eine lustige Geschichte. In den ersten Bildern hat der Ferdinand vergessen, seinen Hausschuh auszuziehen. Guck, da geht der jetzt aus dem Haus heraus mit einem Schuh und mit dem Hausschuh an. Aber er hat zum Glück die Jacke angezogen. Ferdinand ist zum Einkaufen gegangen. Da steht er an der Kasse, bezahlt und sagt auf Wiedersehen. Und was hat er vergessen? Die Einkaufstüte, dieser Ferdinand. Dann geht der Ferdinand zum Park, setzt sich auf die Bank hin und nach einer Weile geht er wieder los. Und was hat er jetzt vergessen? Den Hut. Also geht ohne Hut weiter. Und unterwegs nach Hause kommt er an einer Ampel vorbei. Da ist die Ampel rot, hier ist die Ampel grün, alle gehen drüber, nur der Ferdinand nicht. Der hat das vergessen. Und dann wird es dunkel, es fängt an zu donnern und es fängt an zu regnen. Ferdinand fühlt das, er fühlt einen Regentropfen und er läuft ganz schnell nach Hause. Was hat er in der Hand? Seinen Regenschirm. Und da hat er es ganz und gar vergessen, den Regenschirm zu öffnen. Also, wie er dann zu Hause ankam, war es ihm kalt und er dachte, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Er zieht sich aus, zieht die Hose aus,
legt sich ins Bett. Und was hat er nicht aus, was hat er nicht ausgezogen? Seine Schuhe, also der braune Schuh und den Hausschuh nicht. Das ist ein lustiger Ferdinand. Ich hoffe nicht, dass ihr mit euren Schuhen ins Bett geht. Jetzt gibt's ein Experiment. Ich habe 4 Gläser, 1, 2, 3, 4 Gläser mit Wasser gefüllt. In dem ersten ist da wenig Wasser. Und hier ist noch im zweiten Glas ist ein bisschen mehr. Und hier im dritten ist dann noch mehr. Und hier im vierten ist ganz, ganz viel Wasser. Wenn ihr dieses Experiment macht, seid bitte vorsichtig. Das ist Glas. Und dass ihr das nicht kaputt macht. Jetzt nehme ich einen Bleistift und ich schlage mit dem Bleistift vorsichtig gegen das Glas. Hört sich das toll an? Nochmal. Das ist fast wie ein Xylophon. Wir können Musik machen. Lass uns mal diesen Ton anhören. Und diesen. Ups. Könnt ihr hören? Die hören sich verschieden an. Jetzt hören wir uns das nochmal an. Dieser Ton ist ganz hoch und dieser ist tief. Hoch und tief. Ist das nicht toll? Wir wollen noch etwas basteln. Kennt ihr einen Kazoo? Damit lässt sich wunderbar Musik machen. Dazu brauchen wir eine leere Toilettenrolle, 2 oder einen Haargummi oder auch Haushaltsgummi, ein Bogen Butterbrotpapier. Davon schneide ich jetzt ein Stück ab. Eine Schere und Stifte zu malen. Zuerst malen wir unsere Rolle an. Am besten ist mit Filzstiften. Schön bunt. Ich habe nur diesen einen Stift zu Hause. Ich habe nicht viele Buntstifte oder Füllstifte hier zu Hause. Also jetzt habe ich den angemalt. Jetzt nehme ich das Butterbrotpapier und ich muss ein Stückchen abschneiden. Ich stelle die Rolle drauf, so. Und dann schneide ich hier ein Stückchen ab. Das Butterbrotpapier muss ein bisschen größer sein als die Öffnung der Rolle. Nun wird das Papier über einen der beiden Öffnungen der Rolle gespannt. Dann nehme ich ein Gummi. Ich glaube, damit habt ihr vielleicht ein bisschen Hilfe nötig. Dann fragt Mama oder Papa oder euren großen Bruder oder eure Schwester euch zu helfen. Also so sieht das denn aus. Schon ist das Kazoo fertig. Und so machen wir mit dem Kazoo Musik.
drück die offene Seite an deinem Mund. Das war jetzt richtig. Damit wird das Papier am anderen Ende des Gesuchs in Schwingung versetzt und es entsteht herrliche Musik. Also Kinder, ich habe noch ein kleines Spiel für euch und dazu braucht ihr eine Pfeife. Und ich habe keine. Ich habe keine hier im Kind zu Hause. Aber ich nehme vielleicht ein Glöckchen. Also hier habe ich mein Glöckchen. Ein Kind, also das könntest du sein. Du versteckst dich mit deiner Pfeife oder mit einem Glöckchen oder mit irgendetwas, was ein Geräusch macht. Du könntest vielleicht sogar mit deinem Kazoo dich verstecken. Die anderen halten die Ohren, ach, die Augen geschlossen. Und wenn du dich versteckt hast, fängst du an zu pfeifen oder zu läuten. Und dann dürfen die anderen dich suchen. Also ihr müsst euch gut verstecken. Die anderen müssen dann hören. Und wer dich zuerst gefunden hat, darf sich jetzt mit dem Glöckchen oder mit der Pfeife oder mit einem Gesuch verstecken. Und dann müsst ihr hören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und Kinder, das wär's für heute. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Spaß und bis morgen. Ach, und ich hab's fast vergessen. Vielen Dank für die schönen Fotos. Ihr habt ja alle tolle Hunde gebastelt. Sarah, dein Hund mit den Regenbogenfarben war sehr schön gewesen. Abigail und John, eure Hunde waren schön. Ihr hattet alle tolle Hunde. Philipp, deine auch. Und dann wünsche ich euch alles, alles Gute. Tschüss, bis morgen. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Jetzt gehen wir nach Haus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Die Spielzeit, die ist aus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen. Heute war es wunderbar. Und bald sind wir alle wieder da. Und bald sind wir, und bald sind wir alle wieder da. Thank you.